Ja, sag mal, Entschuldigung, was bedeutet denn Automatisierung im Zusammenhang mit Kundengewinnung, Kundenbetreuung, meinetwegen auch Bestandskundenreaktivierung etc. pp. Etc. pp. Es bedeutet doch, es passiert etwas automatisch. Das bedeutet, ich muss nicht Zeit für Geld tauschen, ja? Aber gleichzeitig auch individuell auf die Bedürfnisse des jeweiligen Personas, der jeweiligen Zielgruppe, der jeweiligen Untergruppe, tagbasiert, tagbasiert. Also es wurden Untergruppen gebildet in meinen Segmenten, in meinen Bestandskundenlisten etc. Oder vielleicht sogar höchst individuell. Ganz individuell, nur auf dich, das wäre doch optimal, oder? Darum geht's doch, meine Damen und Herren. Und nicht, dass ich sage, ich führe Automatisierung in mein Unternehmen ein, meine Dienstleistungen als IT-Berater, Softwareentwickler, Agenturinhaber, you name it. Und das bedeutet, es hat sich einmal bei mir jemand eingetragen in ein Webinar, in einen PDF-Download, in einen Termin, Face-to-Face-Termin, einen Zoom-Call, in you name it. Und jetzt, mit anderen Worten, kacke ich ihn zu mit 2 E-Mails pro Tag für den Rest seines Lebens. Warum mache ich dieses Video? Hallo, grüß dich, mein Name ist Thomas Klein, falls du mich noch nicht kennst. Ich bin der Experte für die Neukundenbindung, Positionierung und Skalierung von IT-Businesses und mich gibt es seit einigen Jahrzehnten. Und in der Form, wie ich es jetzt mache, sodass ich quasi kombiniert Coaching, Consulting und gleichzeitig auch Agenturdienstleistungen verknüpfe und anbiete, ja, ganz hochspezialisiert und hochgradig spezifisch auf die IT-Dienstleisterbranche und auch IT-Software-Produktbranche, gibt es mich seit 2016. Ja, aber davor habe ich auch schon einiges auf die Wege geleitet. Und ich mache dieses Video hier, weil ich mir irgendwann mal was runtergeladen habe, von einem Spezialisten, der sein Business aufgebaut hat auf der Basis eines größeren Coaching-Unternehmens. Dieses größere Coaching-Unternehmen ist eins dieser, ich glaube, es gibt 4 oder 5 große Coachings, der letzten paar Jahre zumindest. Und der hat sich spezialisiert auf das Pushen von Firmen, soweit so gut, das Skalieren von Firmen, auf die Neukundengewinnung von Firmen, auf Positionierung von Firmen, und zwar über die Erstellung und das Schreiben eines Buches. Okay, jetzt kannst du dir vielleicht denken, wer das sein könnte, ist mir auch egal, ob du den weißt, kennst oder was auch immer, ist mir völlig wurscht, aber was macht dieser Person? Ich habe mir einmal was runtergeladen und ich habe jetzt natürlich, schlau wie ich bin, ich habe unzählige E-Mail-Fächer, ne? Also wenn ich mir irgendwas runterladen möchte, dann nutze ich ein ganz bestimmtes E-Mail-Fach. Ja, ansonsten hätte ich ja den Überblick komplett verloren und gleichzeitig müsste ich mir, ja, keine Ahnung, also wäre unmöglich. Als guter Marketer hast du diverse Postfächer, um dir mal anzuschauen, was die anderen so machen. Ganz klar, ich kriege auch diverse Downloads. Okay, und jetzt habe ich seit irgendwie 5, 6 Monaten dann mal wieder reingeschaut und dieser gute Mann schickt mir automatisiert E-Mails zu, teilweise mit Sternchen und was weiß ich und keine Ahnung, was der sich noch alles einfallen lässt. Ja, in der Betreffzeile mit Emojis und Achtung, Achtung und was weiß ich alles. Und mich, dass die überhaupt durchgehen. Ich habe aber keine einzige dieser E-Mails jemals geöffnet. Also dieser gute Mann, ich gehe mal stark davon aus, nutzt ja auch eine E-Mail-Marketing-Automation-Software. Dort steht dann die Öffnungsrate. Das bedeutet letztendlich, der hat seit dem Punkt, wo ich mich da einmal was runtergeladen habe und mir einmal eine E-Mail von ihm gelesen habe, nie wieder meine Öffnungsraten, die Quoten angeschaut. Das heißt, der sammelt einfach E-Mail-Adressen im Umkehrschluss, sagt mir das, der sammelt einfach massenhaft die E-Mail-Adressen und haut seinen Content raus, vollautomatisiert, ohne sich jemals die Öffnungsraten oder ähnliches oder Klickraten oder sonst was anzuschauen, überhaupt mal zu schauen, okay,
Sind meine Listen noch aktuell? Sind das noch Interessenten oder sind das einfach tote E-Mail-Postfächer? Also clear ich das mal out. Und das ist halt eben genau das, was du nicht tun solltest. Und schon gar nicht im B2B. Ja. 100, 200, 300, 500 gute E-Mails sind mehr wert wie 10.000, wo die Hälfte nie was öffnet. Okay? Also viel mal dazu. Ich hoffe, ich konnte es klar machen. Oder zumindest mal wieder ein bisschen Mehrwert bieten zu meiner Zielgruppe, zu meiner Audience, zu meinen potenziellen Neukunden. Insgesamt in der IT-Branche, Berater, Dienstleister, Softwareentwickler, Agenturenhaber, Digitalexperten etc., meinetwegen auch Freelancer, dass sie mal ein bisschen verstanden haben, was Automatisierung, ich meine, es gibt viel Automatisierung da draußen, ja. Ich meine jetzt in Bezug natürlich auf meine Themen, Neukundengewinnung, Positionierung, Skalierung, Mitarbeitergewinnung vielleicht sogar. Da ist es dann noch krasser. Es bringt nichts, wenn ich irgendwie 10.000 Bewerber in meinem Portfolio habe und die mit E-Mails zuschmeiße. Und deren Lebensläufe haben sie schon komplett wieder gewandelt und die öffnen einfach die E-Mail nicht. Bringt gar nichts. Da gibt es sogar noch strengere Regularien, weil es letztendlich B2C ist. Ja. Okay, also Automatisierung aber sinnvoll einsetzen bitte. Ja. Und nicht so wie das genannte Beispiel gerade eben, weil was bringt das? Ja, und nutze immer eine Software, die dir zeigt, okay, das sind die Öffnungsraten, das sind die Klickraten und so weiter und so weiter. Da gibt es unzählige Varianten von Software. Also ich meine, die besten Software sind Pipedrive, dann wenn du quasi mehr machen willst, in Kombination mit Clicktip oder ActiveCampaign. Ich habe dir alle drei Links mal hier unter das Video reingepostet. Schau das am besten mal an. Allein schon die Kombination, es gibt fast nichts, was du in dieser Kombination Pipedrive, ActiveCampaign und oder Clicktip nicht machen kannst. Ja, also das sind wirklich Meistertools, skalierbar bis viele 10.000 E-Mail-Adressen und Kontakte, hochgradig, automatisierbar, individualisierbar gleichzeitig, Workflows, alles mit dabei. Es gibt nichts, was du da nicht mit umsetzen könntest, aber du kannst auch ganz klein anfangen. Ja, mit nur 100, 200 Euro vielleicht. Ja, und das ist eben das, was ich dir rate. So habe ich auch gemacht und es funktioniert. Bis dahin, dein Thomas Klein. Wenn dir das Video weitergeholfen hat, einen Impuls geben konnte, gib mir einfach mal einen Daumen hoch. Das ist nur ein Klick. Ja, ein Like, ein Klick. Oder ein Follower oder was auch immer, je nachdem, wo du das Video gerade siehst, auf YouTube oder LinkedIn oder sonst wo. Und einfach nur einen Klick machen, ja, das dauert genau, ich glaube, nicht mal eine Sekunde, 21, okay, ein Klick ist, sagen wir mal, eine 20. Sekunde. Und du hast mir und meinem Team dabei sehr weitergeholfen. Ich sitze hier am Samstag, Sonntage verwende ich dazu, dir diese Impulse zu geben, dir diese Mehrwerte zu geben, Dinge zu sagen, die du auf gar keinen Fall machen solltest und dir die Möglichkeit zu bieten, beizubringen, wie du es besser machen solltest, ja. Und wer soll es denn, woher solltest du denn auch wissen, wenn du noch ganz am Anfang stehst? Also komm zu uns in die Strategie-Session, komm zu uns in unsere Trainings. Hier unten irgendwo findest du den Link oder hier oben, wenn du quasi das Video jetzt zufällig auf LinkedIn oder woanders siehst. Dann sehen wir uns auf der anderen Seite. Ich freue mich auf dich. Don't hesitate. Ja, done is better than perfect. Nicht vergessen. Dein Thomas Klein und happy hunting. Bye bye. Ciao.